Da war ein Sound. Wir haben den Sound gehabt. Und damit herzlich willkommen bei Five Nights at Freddy's. Also besser gesagt, wie FNAF auf dem Gameboy aussehen würde. Wir haben ja, glaube ich, schon mal einen Gameboy FNAF aufgenommen. Das wäre ja wahrscheinlich so Gameboy Color gewesen. Also ich glaube vor 2 Jahren. Wir haben bestimmt auch was aufgenommen, also FNAF auf dem NES. Und jetzt haben wir FNAF normal Gameboy. Neues Spiel? Starte neues Spiel. Ich weiß es nicht, ob das Spiel irgendwie, keine Ahnung, Ton hat oder so. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das Spiel normalerweise Ton haben sollte. Also okay, es hat keinen Ton, dann werde ich halt FNAF-Musik unterlegen, oder? Hallo, hallo? Hat da jemand wieder eine Nachricht aufgenommen, dass wir halt ready sind für die erste Nacht? Es kann ein bisschen overwhelming werden. Okay, aber wir müssen uns um nichts Sorgen machen. Wir werden das schon gut hinkriegen. Bla bla. Boah, das ist sehr viel Text. Yeah, welcome to Brave Fast Pub. Magical place for kids and grown-up alike. Where fantasy and fun come to life. Ja, wir kennen das Ganze. Bla. Wir kennen das Ganze. In der PC-Version hast du halt das Ganze. Genau, bla bla bla. Ist es nicht sogar, dass es dasselbe Text ist wie in einem normalen Spiel? Aber wir werden mal das Ganze ein bisschen überspringen. Ja, wir werden immer wieder Nachrichten bekommen und so weiter und so fort. Was der Nightcat hat den Schlüssel verloren, bevor er verschwunden ist. Also wir müssen den Schlüssel finden. Also im Office. Aber könnte überall sein. In die Hallklasse gehen und da mal überprüfen, ob irgendwelche Schlüssel sind. Wenn wir den Schlüssel haben und wir sind im Backstage-Room, dann können wir die Uniformen anziehen. Herr Cakewalk, genau. Sit back, relax. Ah ja, und das sind ja diese Roboter. Die wandern halt ein bisschen rum. Das klingt nicht schlecht. Es klingt schlecht, aber vertrau mir. Die sind alle sicher. Die sollten eigentlich nichts tun, also die sollten dich auch nicht verletzen oder sowas. Warum sollten die auch, weißt? Einfach durch die Nacht kommen da. Das kriegen wir hin. Nacht 1. Es ist ungewohnt, wenn so ein FNAF komplett ohne Sound, ohne Musik, ohne alles. Wow. Wow, das ist ein minimalistisches Office. Das linke Türlicht. Ja, in den rechten Hallway marschieren. Wow, das ist wirklich so ein Point-and-Click, ist das. Also, ja, nicht Point-and-Click. Nee, ist falsch. Das ist mehr so, sag schon, sowas wie Mist und so weiter. Also so in der Art. Oh, Pirates Cove. Ja, ja, natürlich marschieren wir in Pirates Cove. Ja, die Vorhänge sind geschlossen. Wir wurden wahrscheinlich auch in... Also, was hat er gesagt? Ja, ich glaube nicht, dass sie seiner Langeweile überhaupt, langen Zeit überhaupt geöffnet wurden. Backstage Room gehen? Könnten wir, aber wir brauchen den Schlüssel. Kann ich hier woanders hingehen? Pirates Cove? Nee, Pirates Cove will ich nicht gehen. Showstage, natürlich, Showstage. Was ist da bei Chica? Was ist da? Welche Brechstange? Bei welche Brechstange? Ja, da ist Freddy. Was für eine Brechstange? Ich hab doch keine... Ja, wir gehen zur Vordertür. Genau, wir fliehen einfach. Wir fliehen einfach. Ich muss bis 6 Uhr warten. Toll, dolle Wurst. Was haben wir hier? Also, ich brauche die Brechstange, I think. Klingt vernünftig. Dahinter ist Barney. Es ist mal eine andere Art von FNAF. Ja, wir gehen mal in Backstage rein. Ja, da ist ein Animatronic. Lass mich die... wieso kann ich das nicht nehmen? Oh, ich möchte irgendwie sehen, wie der leere Suit von vorne aussieht. Da war ein Sound! Wir haben den Sound gehabt! Oh mein Gott, deswegen riecht es auch so schlimm. Ich fühle mich schwach, ich muss hier aus dem Ort raus. Jetzt kriechen wir praktisch durch die Location. Ja, wahrscheinlich der Bauchfühlsahn, das wäre wirklich so getwistet und sich... Wie sagt man es? Wirklich so umdreht hat der Magen. Mein Kopf dreht sich. Meine Gliedmaßen fühlen sich schwer an. Was ist das? Meine Sicht wird ganz verschwommen. Ist das Foxy? Ist er nicht mal, out of order? Ich glaube nicht, dass es jetzt wichtig ist. Ich denke, das ist das Ende für mich. Meine Augen schließen sich. Ich fühle mich nicht gut. Wow! Schnellstes Game Over überhaupt bei FNAF? Ja, wobei, es geht bei FNAF noch schneller. Ultimate Custom Night, ihr wisst schon. Aber so könnt ihr mal FNAF sogar auf dem Gameboy vorstellen. Das sieht sehr wichtig aus, aber sehr verrostet. Wir brauchen nicht lange, bis es kaputt geht.
Aber wir haben eine Brechstange. Können wir theoretisch bei Chica dann was machen? So, jetzt würde ich gerne irgendwie zur Showstage marschieren. So, kann ich das hier verwenden? Ja, die Brechstange wird dann kaputt gehen. Ich soll schauen, dass ich was anderes finde, bevor ich das mache. Da ist Barney. Der grusigste von allen. Und Kinder freuen sich ja an den Animatronics. Ist okay. Kann ich jetzt hier? Nee, ich kann mit der Brechstange nichts. Ich kann auch nicht ins Inventar so schauen. Oh, kann ich mit der Brechstange die Box aufmachen? Nee, kann ich nicht. Oh, Bathrooms. Klasse Idee, Bathrooms. Wir gehen da, kann ich in Bathrooms gehen? Das ist die einzige Dekoration irgendwie. Ja, Pizza. Also, der geht da nicht rein. Ah, der Janet, also der Hausmeister-Closet. Kann ich da nicht irgendwie... Toll, ich kann da nicht die Brechstange verwenden. Locked Door. Ja, wir gehen zur Locked... Achso, das ist... Ja, das ist eine Locked Door. Eine seltsame Tür. Und mir wurde nicht mal gesagt, dass die hier ist. Die sieht so aus. Kann man die... Nee. Für was brauche ich die Brechstange? Hallo? Erklärt mir das jemand, für was ich die Brechstange brauche? Hallo? Ja, Bathroom. Toll. Für was brauche ich die... Toll. Ich hätte halt gedacht, dass ich irgendwie... Ich kann auch nirgendwo hin. Da kann ich zum Dining Room gehen. Whoop die freaky do. Da geht's... da geht's hier ins Bad. Also für was... Da ist die Showstage. Die brauche ich auch nicht. Für was brauche ich dann die Brechstange? Ja, da geht's nur in the right hallway. Okay. Pirate's Cove. Kann ich hier nochmal irgendwas machen? Nee. Out of order. Ja, natürlich out of order. Zwinker, zwinker. Ah, left hallway. Genau, gehen wir da lang. Wo, da ist eine Tür. Storage Closet. Ja, gehen wir mal da rein. Da ist ein Besen. Ach, da können wir das im Dining Room wegmachen. The box is filled with spare keys. Hieß da nicht was mit einem spare key? Super rusty, schön. Aber egal, jetzt haben wir zumindest ein Dingerichen, weißt schon. Genau, back to the hallway. Dann muss ich in die Dining Area gehen. Time to sweep! Was war das? Wo ist Chica? Ich muss mich verstecken. Ich kann mich in meinem, Office verstecken. Nein, Bathroom ist nicht gut. Right hallway, keine gute Idee eigentlich. Ja, Office, Office. Ja, ich fühle mich hier sicherer. Ich warte hier bis 6 Uhr. Lol, ist das alles? War das die Nacht? War das die Nacht? Ja, das waren jetzt ein paar solide Stunden. Ich fühle mich ein bisschen sicherer. Ja, ich muss hier raus. Warte mal, kann ich auf die Kameras jetzt schauen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht auf die Kameras schauen. Wow, okay, dann gehen wir halt irgendwie raus. Irgendwie. Pirate's Cove? Okay. Backstage? Nur zu der Tür gehen. Schaut euch die Animatronics an. Einfach, ja genau, am Morgen dann kündigen wir. Alter, schaut euch das an. Offen! Ich renne heim. Keine Chance, dass ich da nochmal zurückkomme. Schiff complete! Nacht 4? Wo ist die Nacht 3? Ah, lol, Third Night. Hä? Okay, irgendwas stimmt da nicht. Ja, das ist im Endeffekt, glaube ich, das überspringe ich jetzt einfach, weil ich glaube, das ist das, was wir schon die ganze Zeit über aus den Tapes aus dem Originalspiel kennen. Ja, bla bla bla. Ich glaube, es kann sein, dass... Was ist das? Ja, huch, was bist du? Ja, Kamerasystem. Ja, das schon, aber was ist das da rechts? Lulz, was ist das? Da ist immer noch das hier, weißt du, das triggert mich. Das triggert mich halt einfach. Backstage will ich jetzt gerade nicht gehen. Also ich müsste eigentlich wahrscheinlich zu dem Spare Key oder so gehen. Aber ich würde sagen, lass es hier gut sein mit Five Nights at Freddy's auf dem Game Boy. Vielleicht nehme ich da nochmal ein Video auf, ich weiß es nur nicht. Aber es ist interessant, es ist mal eine ganz andere Mechanik, wenn man es auf dem Game Boy spielt. Sowas erinnert mich so ein bisschen an Day Shift at Freddy's. So ein bisschen, wo du dich einfach durch die Szenerie durchklickst. Aber ich fand es, also das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, keine Musik und sehr, sehr wenig Sounds. Da könnte man ein bisschen mehr reintun, ansonsten fand ich es gar nicht so schlecht. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.